Wir sind immer noch auf der Peloponnes unterwegs und diesmal haben wir sogar einen ungebetenen Gast im Van. Aber wir unternehmen natürlich wieder auch einiges und waren unter anderem in einem Geopark und haben Monemvasia besichtigt. Und dabei nehmen wir euch natürlich wieder mit. Fahr nochmal zurück. Warum? Ja, ich habe gerade was richtig Cooles gesehen. Alter, krass. Ja, okay, cool. Lass mal schnell aussteigen, schauen, was das ist. Ja. Wir haben gerade Elafonissos verlassen, sind auf dem Weg zu dem Kap runter. Da gibt es so einen Geopark. Und jetzt haben wir hier in einem Ort so eine richtig coole Treppe entdeckt. Wie heißt der Ort? Der Ort heißt Neapoli. Ja, jetzt kaufen wir hier noch ein paar Sachen ein, weil hier gibt es mal wieder sonst keine Läden. Aber schaut euch mal diese coole Treppe an. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire, I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? Wir haben mal wieder einen richtig geilen Stellplatz erwischt, direkt am Meer, umgeben von interessanten geologischen Formationen, würde ich es jetzt mal nennen. Ich bin kein Geologe, ich kenne mich nicht so aus. Aber es schaut wirklich beeindruckend aus. Ich glaube, nennt man hier Sandsteinküste. Das Gestein bzw. der Sand hat ganz unterschiedliche Farben. Rot, Grau, Schwarz, Weiß, geht durch alle Farben durch. Direkt vorm Auto haben wir wie kleine Mini-Pools, würde ich jetzt mal nennen. Also Löcher im Stein, kreisrund teilweise. Darin sammelt sich dann eben auch Salz und so weiter. Ganz viele Tiere sind da auch überall am Start. Wirklich beeindruckend. Also sowas direkt am Stellplatz ist auch mal wieder eine Seltenheit. So schön der Stellplatz auch ist, jetzt fahren wir zum Geopark Agios Nikolaos. Weiter, ich kenne mich nicht mehr aus. Schaut alles gleich aus. So, wir waren ja jetzt in dem Geopark. Es war richtig cool. Also wenn man da in der Nähe ist, sollte man da auf jeden Fall hinschauen. Ist wieder total abseits, also da war mal wieder gar nichts los. Der Geopark ist auch wieder kostenlos, also kostet keinen Eintritt. Genau, es gibt überall hier Fossilien in den Sandsteinen. Also das ist richtig cool. Muscheln, Baumstämme, versteinerte, also mega cool. Genau, dann haben wir auch noch so ganz komische Schalen gefunden. Also entweder, wir sind uns nicht ganz sicher, sind das irgendwie so Krebspanzer oder von Seesternen vielleicht? Vielleicht habt ihr ja eine Idee oder vielleicht weiß jemand sogar, was das ist. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Es gibt hier sogar so einen Wanderweg auch noch. Das haben wir jetzt heute nicht gemacht, weil es einfach schon wieder so ultra heiß ist. Deswegen geht es jetzt für uns weiter und zwar zu einer Höhle. Und da ist es dann hoffentlich auch ein bisschen kühler. When it all breaks down, I'll wait for you right here. And I swear that we got nothing to fear. So ihr Lieben, wir haben ja heute irgendwie Sightseeing-Tag. Wir waren vorher in dem Geopark
Und jetzt danach waren wir noch bei einer Höhle. Also das war richtig cool. Ja, das Blöde ist nur, man durfte weder Fotos machen noch filmen, deswegen können wir euch da leider gar nichts dazu zeigen. Falls ihr hier in der Nähe seid, das ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Also die Höhle ist einfach uralt, aber das Witzige ist, die wurde erst irgendwie 2001 eröffnet, quasi zur Besichtigung. Mitte der 50er ungefähr ist die überhaupt erst irgendwie so entdeckt worden. Also ist die eigentlich nur gar nicht so alt im Sinne von, dass sie bekannt ist. Ja, es hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen und wenn ihr hier seid, dann müsst ihr da unbedingt hinschauen. Jetzt sind wir auch am neuen Stellplatz für heute angekommen. Das ist eigentlich schon kurz vor Monemvasia. Wir haben wieder mega den coolen Stellplatz hier direkt am Wasser. Morgen geht es dann weiter nach Monemvasia und dann schauen wir uns das Örtchen oder die Stadt, besser gesagt, schauen wir uns dann morgen an. Den Abend lassen wir heute ganz gemütlich ausklingen. I saw you walking the line. And the truth may come as a surprise that with you I feel alive. Das ist irgendwie so ein Geräusch. Hm? So ein Geräusch ist da irgendwas. Ja, hast du das nicht gehört? Nee. So rascheln. Mhm. Oder irgendwie so. You will be the last one to think about. The last one to think about. Also das könnte Mausekot sein. Oder schwarzer Sesam. Ich will es jetzt nicht probieren. Ich habe gerade festgestellt, diverse Sachen sind hier angefressen. Wir wissen immer noch nicht, was für ein Tier das war, aber es frisst sich durch Plastikverpackungen, wie man hier sehen kann. Eindeutig Nagspuren. Das ist eine Packung Nudeln. Ja, ich weiß nicht, welches Tier da rangeht und es aufkaut, um dann zu schauen. Um zu schauen? Ja, was es ist. Es ist jetzt richtig ärgerlich, weil jetzt müssen wir erstens alles ausräumen, jede Verpackung kontrollieren und überall, wo ein Loch drin ist, im Zweifel wegwerfen, weil keine Ahnung. Das heißt, in Zukunft werden wir alles umverpacken und hoffentlich finden wir das Tier. Oder vielleicht ist es auch schon längst weg. Aber eigentlich wären wir lieber, wenn wir es wirklich finden, dass wir dann auch sicher sein können, dass es raus ist aus dem Auto. Aber es gibt so viele Lücken und Ecken, wo es sich verstecken kann. Ich vermute ja, es war eine Maus. Doch, ich glaube schon, es war eine Maus. Kennt ihr das Problem? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie geht ihr damit um? Und wie geht man am besten vor? Ja, das ist jetzt echt richtig nervig, weil ich habe jetzt keinen Bock, das Auto anfangen zu zerlegen. Das bringt auch nichts, weil wenn hier ein Tier ist, dann flüchtet das natürlich immer wieder. Wir machen mal hier weiter. Da ist Vanillepudding drin und Zimt. Ein Träumchen. Wir sind jetzt in Monemvasia. Monemvasia? Monemvasia. Wir sind jetzt in Monemvasia. Das ist so eine kleine Stadt direkt auf so einer kleinen Halbinsel, die einen sehr, sehr hohen Berg oben hat. Das ist wirklich beeindruckend. Sehr, sehr enge Gassen. Es gibt auch keine Straßen. Man kann hier mit dem Auto gar nicht reinfahren, was richtig geil ist. Das macht es echt schön. Schöne Atmosphäre.
Das hat natürlich auch zur Folge, dass hier alles getragen werden muss. Deswegen laufen hier ab und zu mal Pferde durch die Gegend, die zum Beispiel Baumaterial transportieren. Und dann war es ja hier, das erinnert uns irgendwie sogar ein bisschen an Dubrovnik. Ist auf jeden Fall ziemlich nice und richtig schicker Ort. Das Geile ist, hier ist einfach gefühlt gar nichts los. Man hat hier echt seine Ruhe. Wir wissen jetzt noch nicht so ganz genau, wie es im Sommer ist, aber es ist einfach keiner da. Und gefühlt haben wir die Stadt für uns. Das ist richtig angenehm. Auch ganz geil ist, man kann direkt am Ortseingang parken. Da sind ganz viele Parkplätze kostenlos. Aber es ist sau heiß. Das war das Signal für einen Kaffee. Wir brauchen beide einen Kaffee. Unbedingt. Ja, weil wir sind heute schon so lange auf. Seit 5:30. So many times I've stranded. A castaway, an unknown shore. Stranger in this content, I'm always in bloom for you, always in bloom, always in bloom for you. So, wir sind jetzt in Sparta, eigentlich mehr auf der Durchreise, aber hier gibt es auch ein bisschen was zu sehen anscheinend und das schauen wir jetzt mal. Hier gibt es auch wieder so Ruinen, ähnlich wie in Olympia. Und man muss nicht mehr Eintritt zahlen, anscheinend. Aber das sehen wir gleich. Ja, wir waren jetzt oben bei den Ruinen, die sind überschaubar, sage ich jetzt mal. Sparta ist irgendwie ziemlich spartanisch. Ja, finde ich auch. Wir fahren jetzt weiter. Ja. Wir haben ja eine Maus im Auto und also wir vermuten, dass es eine Maus ist. So hundertprozentig klar ist es noch nicht, aber egal. Wir haben auf Instagram nachgefragt und haben auch ganz viele Antworten bekommen von vielen Leuten. Vielen Dank schon mal und die gleichen sich eigentlich großteils. Wir haben jetzt eine Anleitung bekommen, um eine Lebendfalle zu basteln aus Materialien, die wir jetzt auch so wirklich schon dabei haben. Ja, das ist einfach eine Plastikflasche, Schnur, Gummis, ein Stecken. Und eine Sicherheitsnadel und natürlich nachher noch einen entsprechenden Köder. Wir haben Werkzeug dabei, weil am Auto ist sowieso immer irgendwas. Deswegen sind wir auch ganz gut ausgerüstet an der Stelle. Also geht's los. Okay, der erste Schritt ist, man schneidet die Flasche zu einem gewissen Teil ein, sodass man die eben so auf- und zuklappen kann. Und dann müssen Löcher rein. So, der nächste Schritt war eben, 4 Löcher reinzumachen, die einigermaßen parallel sind, sodass man die Stecken da durchstecken kann und dann die Gummis drüber. Und dadurch hat man dann eben eine Flasche, die sich direkt verschließt. Hoffentlich schnell genug. Und ich teste schon mal den Käse. Genau, wir brauchen ja Käse, wir brauchen ja einen ordentlichen Köder. Der nächste Schritt ist, auf dem hinteren Teil der Flasche brauchen wir ein Loch, wo die Sicherheitsnadel nachher reinkommt. Das wird dann sozusagen der Auslöser und da kommt dann auch der Köder dran. Es empfiehlt sich vorher an der Sicherheitsnadel die Spitze abzuknipsen, dann vermindert sich die Gefahr, dass sich die Maus auch verletzt. Dann muss man die Länge von der Schnur bestimmen. Dazu habe ich mir vorher eine Schlaufe geknüpft. Die halte ich da fest, wo die Nadel nachher hängt. Und jetzt versuche ich den Kipppunkt zu finden von dem Deckel, wann der wirklich zuschlägt. Den merke ich mir und jetzt drehe ich einfach den Deckel hier drauf. Und damit kann ich die Schnur fixieren und genau auf die richtige Länge einstellen, die ich brauche. Wenn die Maus an der Nadel zieht, dann zieht sie die Nadel durch das Loch in die Flasche rein. Die Schnur wird freigegeben und die Falle schnappt zu. Hier hinten ist der Köder. Ich habe den jetzt um das Ende von der Büroklammer gewickelt. Die Hoffnung ist, wenn die Maus die Sicherheitsnadel nach unten zieht und dadurch dann eben die Schnur freigegeben wird und die Falle zuschnappt.
Und hoffentlich haben wir nachher eine lebendige Maus in dieser Falle, die wir dann irgendwo wieder freilassen können. Und dafür fahre ich dann mit dem Rad erstmal ein paar Kilometer weit weg. Nicht, dass sie dann sofort hier wieder einsteigt. Ja, die kommen doch zurück, oder wie war das? Ja. Wir haben jetzt die Mausefalle strategisch auf dem Mülleimer platziert. Mal schauen. Weil wir vermuten, die verbirgt sich irgendwo hier hinterm Küchenblock. Ja, dann schauen wir mal ein paar Stunden. Jetzt lassen wir die Maus mal alleine. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Aber eigentlich ist der Morgen gar nicht so wunderschön, denn die Mäusefalle ist leer. Also wirklich leer ist sie ja nicht. Der Köder ist noch da, unangetastet. Wir haben das Auto gestern mehrere Stunden alleine gelassen, die Falle stehen lassen und heute Nacht auch noch die ganze Nacht. Aber es tut sich nichts. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt. Ich habe noch keine Spuren von der Maus entdeckt. Ich glaube, das ist eine trügerische Sicherheit. Ich vermute, die Maus ist immer noch da. Ja, bestimmt. Die versteckt sich nur und will uns verarschen. Ja. Wir werden jetzt einfach mal weitermachen und verschiedene Köder ausprobieren. Mal sehen, wohin das führt. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir hatten gestern echt einen schönen Abend mit Becky und Basti von Ich kenne da eine Abkürzung. Wir sind hier am Saladi Beach. Hier ist so ein altes Hotel, ein verlassenes Hotel. Das gucken wir uns heute mal an. Es wird sich schon eine Lösung finden lassen für das Mausproblem. Gestern bei dem Saladi Beach Hotel. Das Hotel wurde in den 70ern gebaut. Die Geschichte ist relativ interessant. Es war früher mal ein FKK-Hotel. Das hat den damals doch sehr gläubigen Griechinnen und Griechen nicht gefallen. In den 80ern sind dann tausende Leute angereist, Sittenwächter, sage ich jetzt mal, angeführt von einem Bischof. Und die haben die ganzen Gäste verjagt. Naja, danach war das Hotel dann eher schwierig weiterzuführen, weil es ist ja sehr abgelegen. Der Besitzer hat es dann bis 96 noch weiter versucht, aber hat dann aufgegeben. Und seitdem steht das jetzt hier, ist verlassen. Aber es ist wirklich interessant, sich anzuschauen. Man findet auch noch überall Dokumente von früher. Also im Prinzip wurde alles stehen und liegen gelassen und seitdem verwahrlost der Ort. Positiver Nebeneffekt ist, hier gibt es jetzt einen riesigen Strand, wo man freistehen kann. Aber wir werden heute weiterfahren. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir schauen zwar nicht so aus, aber wir haben einen geilen Morgen, weil die Maus ist raus. Die selbstgebastelte Falle hat funktioniert. Mitten in der Nacht Geräusch, aufgewacht, geguckt. Aha, Maus ist in der Falle. Sofort in Panik mit der Flasche nach draußen gelaufen. Wir haben einfach die Flasche in hohem Bogen nach draußen geworfen, um ehrlich zu sein, weil es war schon so ein bisschen komisch, so ein dünnes Plastik zu haben und da drin ist so ein Nagetier. Auf jeden Fall ist die Maus jetzt raus. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die Tür hier zulassen. Und wir werden auch heute den Stellplatz verlassen, weil, naja, sonst kommt die hier wieder rein, ne? Die weiß ja, wie geil es hier ist. Bei uns beiden. Ja, ein Paradies. Paradies. Wir schauen gerade nicht danach aus, dass es ein Paradies ist, aber normal schon eigentlich. Außer mal ist wieder die Trenntoilette voll und dies und das und jenes. Aber normal ist es ganz geil. Selina Kochens ist das Feines. Wir lassen den Abend jetzt ganz gemütlich ausklingen. Schreibt doch in die Kommentare, wie du mit dem Mausproblem umgehen würdest.
Und in diesem Sinne verabschieden wir uns bis nächste Woche. Bis nächste Woche.